Samstaggottesdienst. Wie Sie sehen, übertragen wir wieder.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, vor einigen Tagen haben wir noch gebankt, ob wir an den Kar- und Ostertagen überhaupt öffentliche Gottesdienste feiern können. Gott sei Dank ist es bei uns möglich, hier in der Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg, aber auch an verschiedenen anderen Orten unseres Bistums. Wir tun dies aber verantwortungsbewusst mit großer Achtsamkeit und Sorgfalt. Und die liturgischen Dienste, die hier zugange sind, haben sich vorher heute auch wieder testen lassen. An anderen Orten mussten Pfarreien leider aufgrund der hohen Inzidenzwerte ihre Gottesdienste absagen. Ich grüße Sie alle, die Sie hier in der Kathedrale versammelt sind. Ich grüße aber auch alle, die über Livestream zugeschaltet sind, um mitzufeiern. Zusammen sind wir eine große Gemeinschaft. Ich grüße auch Bischof Leo, der heute mitfeiert, und Diakon Marcinkowski, der die Predigt halten wird. Mit dem Gründonnerstagabend treten wir in die Feier des Triduum Sacrum ein, der heiligen drei Tage. Wir gedenken des Leidens, des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Am heutigen Abend erinnern wir uns des letzten Males, das Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Leiden gehalten hat. Nehmt und esst, nehmt und trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das ist seine Botschaft an uns. Heute können wir leider nicht die Fußwaschung vollziehen, wie sonst üblich, aber wir wollen den Gabengang halten, die Kollekte für unsere Partnerschaftsaktion Ost. Und ich lade Sie ein, nachher dann an dieser Stelle einzeln nach vorn zu kommen. Wir stellen die Kollektenkörbe in der Mitte und an den Seiten auch auf. Unser Herr Jesus Christus ist in unserer Mitte. Ihn wollen wir nun um sein Erbarmen anrufen. Von uns Sünde und Schuld und lass uns mit reinem Herzen diese heilige Feier begehen. Amen. Yeah.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Lobt ihr Christus, König und Erlöser. Lobt
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte, und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Liebe Gemeinde hier in der Kathedrale, liebe Gemeinde im Livestream. Die meisten von Ihnen werden aus ihrer näheren Umgebung Babys kennen, ob als Eltern, Großeltern, Verwandte oder als Paten. Was geschieht mit den kleinen Kindern, wenn sich Erwachsene treffen? Häufig wird am Boden eine Decke ausgerollt, und das Kind wird darauf abgelegt und verweilt, so die Erwartung, eine lange Zeit still darauf. Die meisten Mütter und Väter haben natürlich Gegenstände auf die Decke gelegt, welche die kleinen Kinder mit ihren Händen erkunden. Dies erweckt zunächst den Anschein, als ob sich die Kinder so auf ihre Weise die Zeit vertreiben. Nimmt man sich aber einmal die Zeit und beobachtet den Nachwuchs, erahnt man, dass hier sehr viel mehr passiert als nur ein sich beliebiges Beschäftigen. Die kleinen Kinder ertasten die Formen der angebotenen Greiflinge. Runde, lange und eckige Formen. Mit etwa 4 bis 5 Monaten können sich Babys immer länger und intensiver mit greifbaren Spielzeugen beschäftigen.
Gerade das Abfahren der Kanten und Oberflächen mit den Fingern ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Babys eine genaue Vorstellung von einem Gegenstand entwickeln können, auch wenn sie diesen nicht mehr sehnen und ihnen auch noch keine Sprache zur Verfügung steht, diese Formen zu beschreiben. In aufwendigen Studien konnten Entwicklungspsychologinnen nachweisen, dass schon Babys zu derartigen komplexen Denkleistungen in der Lage sind. Die Welt spielend begreifen. Darin sehen viele Entwicklungspsychologen die Hauptaufgabe von Babys, Kleinkindern und Kindern. Die Fähigkeit des Greifens ist für Babys essentiell, um ihre Umwelt zu entdecken, zu spielen, zu essen und später immer selbstständiger zu handeln. Dass das Begreifen eng an das Greifen gebunden ist, zeigt sich hier eindrucksvoll, nicht nur sprachlich. Wie komme ich dazu, Sie in diese Betrachtung mit hineinzunehmen? Am Gründonnerstag stellt uns das Evangelium nicht die eigentliche Abendmahlszene vor Augen. Stattdessen erzählt es uns, wie Jesus sein Gewand ablegt, sich die Schürze umbindet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Es geschieht etwas gänzlich Unerwartetes. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Das Evangelium berichtet uns von folgendem Dialog. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Jesus sagt es Petrus auf den Kopf zu: Du verstehst es jetzt noch nicht, denn mit dem Kopf, mit dem Nachdenken wirst du keine Erkenntnis haben. Nur im Fassen mit deinen Händen wirst du dieses ganzheitliche Tun der Hingabe erfassen können. Auch die Jünger befragt er: Begreift ihr denn, was ich euch getan habe? Ich möchte diese Frage tatsächlich einmal wirklich verstehen und gleichzeitig die Jünger in Schutz nehmen, denn sie hatten noch gar keine Chance zu begreifen. Es ist vielmehr die Aufforderung: Begreift, was ich an euch getan habe. Erst nach der Erfahrung der Auferstehung werden sie das Beispiel Jesu nachahmen. Sie werden ihre Hände in den Dienst an den anderen stellen. Ich finde es interessant, dass Verstehen oft mit dem Begreifen verwechselt oder sogar gleichgesetzt wird, obwohl es sich hier um zwei verschiedene Prozesse handelt. Verstehen beschreibt die rein verstandesgemäße logische Aufnahme von Informationen. Wenn ich etwas verstanden habe, dann habe ich eine logische und gegebenenfalls abstrakte Vorstellung von einem Sachverhalt, aber das heißt noch lange nicht, dass ich es wirklich begriffen habe. Das Begreifen geht viel tiefer und dauert länger, so wie es uns die Kinder eindrücklich zeigen. Begriffen habe ich, wenn ich etwas wirklich verinnerlicht habe. Das, was ich begriffen habe, prägt meine Sicht auf die Welt und ist die Grundlage für mein Handeln. Die Jünger haben sich nachösterlich an den Auftrag Jesu erinnert, so zu handeln, wie er an ihnen gehandelt hat. Es heißt in der Apostelgeschichte: Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Ein interessanter Hinweis, warum sich der Osterglaube so schnell ausbreiten konnte. Das Wunder, dass viele Menschen die Heilkraft der frohen Botschaft gespürt haben. Das Wunder, dass in der Nähe der ersten Christen viele gesund wurden, aufatmen konnten, neu zu leben anfingen. Diese Wunder geschahen nicht nur durch die Worte, sondern vor allem durch die Hände der Apostel. Nicht durch große Rede, sondern durch ihr Handeln haben sie bezeugt, dass Jesus lebt und so die Liebe Gottes für alle Menschen erfahrbar werden lassen. Nicht zuerst die Predigt der Apostel hat die Menschen für das Evangelium begeistert, sondern ihre zupackende und stützende Art. Heute fragen manche:
Warum geschehen denn in unserer Zeit so wenige Zeichen und Wunder? Vielleicht sagen viele beim Thema Glaube und Kirche, das berührt mich nicht, weil unsere Verkündigung zu wenig handfest ist. Vielleicht werden deshalb manche nicht mehr vom Evangelium gepackt, weil bei uns zu viel geredet und gesessen, zu viel geschrieben und vorgeschrieben, aber zu wenig im Sinne Jesu gehandelt wird. Wie wäre es, wenn wir wie die Apostel im guten Sinne zu Handwerkern Jesu werden? Dem anderen die Hände reichen und ihn so hautnah seine Kraft spüren lassen. Eine andere an der Hand zu nehmen und sie aufrichten, sie mit Respekt zu behandeln. Wie wäre es, wenn wir richtig verstanden von der Hand in den Mund leben, dass erst das durch unseren Mund gesprochen wird, was wir vorher leben und praktizieren, dass wir von dem Glauben und nur von den Überzeugungen reden, um die wir uns im täglichen Leben selbst bemühen. Dabei gilt es insbesondere, die wirkliche Not des Nächsten zu entdecken und zu handeln, sich ganz hinunterzubeugen und das oft unentdeckte oder verdeckte Leid wirklich wahrzunehmen. Lassen Sie uns den Dreck, die Belastung, die unseren Mitmenschen an den Füßen oder auf der Seele klebt, abwaschen. So könnte in unseren Gemeinden spürbar werden, hier legen Christen Hand an und bauen mit am Reich Gottes. Hier ist etwas von der Idee Jesu und von seiner heilsamen Nähe mit Händen zu greifen. Diese eine schweigende Geste ist Jesu Vermächtnis an uns alle, das Obergewand abzulegen, die Schürze umzubinden, die Füße zu waschen. Es ist wie die Zusammenfassung seiner gesamten Botschaft. So handelt Gott an euch. Selbst den untersten Sklavendienst scheut er nicht, um euch zum Leben zu dienen. Auch mit dem Dreck all der Wege, die ihr gegangen seid, müht Gott sich ab und richtet andere auf. Auf einer Station, auf der ich regelmäßig im Krankenhaus unterwegs bin, hängt im Stationszimmer ein Plakat, das bei mir immer ein wenig Lächeln erzeugt. Dort steht in großen Buchstaben: hätte, könnte, würde, sollte, machen. Dabei sind die ersten vier Konjunktive doppelt durchgestrichen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus hat seine Botschaft im wahrsten Sinne des Wortes in unsere Hände gelegt. Lassen Sie uns die Botschaft dieses Evangeliums um Gottes und der Menschen willen immer mehr handfest begreifen. Amen. Gott, unser Vater, dein Sohn wusch am Abend vor seinem Tod seinen Jüngern die Füße. So zeigt er ihnen, wie sie einander begegnen sollen, einander liebend und zum Dienen bereit. In diesem Geist der hingebenden Liebe beten wir. Wir beten für alle, die auf Unterstützung von Hilfswerken und Aktionen angewiesen sind. Heute besonders für Menschen in unseren osteuropäischen Nachbarländern, zu denen die Partnerschaftsaktion Ost Brücken baut. Lass uns beim Opfergang der Liebe miteinander verbunden sein. Herr, du rufst zum Dienst für die Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die in Medizin, Therapie und Pflege
den Menschen zur Seite stehen. Heute besonders für die sorgenden Angehörigen, die zu Hause Kranke begleiten. Schenke ihnen nötige Unterstützung und Zutrauen als Bestärkung in ihrem Liebesdienst. Herr, du rufst zum Dienst für die Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die als Einsatzkräfte in Rettungsdiensten, bei der Polizei und Feuerwehr tätig sind. Heute besonders für diejenigen, die durch die Corona-Pandemie in ihrem Einsatz gefordert und gefährdet sind. Gib ihnen Kraft für ihren Dienst am Nächsten. Herr, du rufst zum Dienst für die Menschen. Wir bitten dich, Herr. Wir beten für alle Eltern. Heute besonders für diejenigen, die allein oder gemeinsam Beruf und Familie verbinden müssen. Schenke ihnen Zusammenhalt, Geduld und Verständnis im Miteinander. Herr, du rufst zum Dienst für die Menschen. Wir bitten dich, Herr. Wir beten für alle, die Verantwortung tragen. Heute besonders für diejenigen, die in Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche Entscheidungen treffen müssen und damit das Leben aller Menschen beeinflussen. Sei du ihnen Richtschnur in ihrem Tun und schenke ihnen Weisheit, Mut und Weitsicht, besonders mit Blick auf die Bedürfnisse der Schwächsten, der Ausgegrenzten und der an den Rand Gedrängten. Herr, du rufst zum Dienst für die Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Kirche und die Menschen in ihr. Heute besonders für diejenigen, die eine karitative Aufgabe übernommen haben. Stärke sie in ihrem Liebesdienst und lass sie Anteil nehmen an den Nöten der Menschen. Herr, du rufst zum Dienst für die Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Verstorbenen, dass sie bei dir das Leben in Fülle haben. Heute besonders auch für alle, die Sterbende begleiten und Trauernde trösten. Sei bei ihnen, damit sie im richtigen Moment mit Worten und Taten Halt geben. Herr, du rufst zum Dienst für die Menschen. Wir bitten dich, Herr. Gott, unser Vater, dein Sohn hat uns zum Dienst am Nächsten berufen. Sein Beispiel gibt uns Zutrauen in unsere Fähigkeiten und Hoffnung für ein liebendes Miteinander. Sei gepriesen, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen. Als ein kleines Zeichen dafür, dass uns das Vermächtnis Jesu nicht unberührt lässt, lade ich Sie ein, Ihre Spende für die Partnerschaftsaktion Ost nach vorn zu bringen. Diejenigen, die per Livestream zugeschaltet sind, können ihre Spende auch an unser Pfarrbüro überweisen. Nur die Güte und die Liebe, da ist Gott. Nur die Güte und die Liebe, da ist Gott. Seht uns für zusammen Christi Liebe. Lasst uns fröhlich singen und in ihm uns freuen. Fürchten wir und lieben wir den Gott des Lebens. Und einander sein wir einen Herzenstod. Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott. Da wir nun zur Einheit sind gebunden, lasst bedacht vor Spaltung wahren unseren Geist. Fern sei darum böses Wort und fern die Zwietracht. So wird Recht in unserer Mitte Christus sein. Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott. Christus spricht zu uns mit klarer Stimme. Wo
an einem Ort auch nur versammelt sind. Zwei der Brüder oder drei in meinem Namen, werde ich in ihrer Mitte selber sein. Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott. Darum lasst uns freudig Gott anhangen, nicht soll seiner Liebe vorgezogen sein. Lern in Gott den Nächsten lieben wie uns selber. Letztlich Gottes Wegen lieben auch den Feind. Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott. Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben, muss sterben, um zu leben. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er trägt das Los, er geht den Weg, er geht ihn bis zum Ende. Er geht ihn bis zum Ende. Der Sonne und dem Regen preisgegeben, der Sonne und dem Regen preisgegeben. Das kleinste Korn in Sturm und Wind muss sterben, um zu leben, muss sterben, um zu leben. Lasset uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei mir. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten, und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sich
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den Heiligen unseres Bistums, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit, stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gerhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone,
Ordensleute, alle Männer und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Jesus hat uns ein Gebet anvertraut, mit dem wir alles das, was uns bewegt, vor unseren himmlischen Vater tragen können. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott. Wir wissen um den großen Unfrieden in unserer Welt, aber auch in unserer Kirche, in unseren Familien, in unserem eigenen Herzen. Darum bitten wir Gott um seine Hilfe und um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, gib uns den Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, tut es zum Gedenken an mich. So spricht der Herr. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr,
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit. Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit. Denn du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Denn du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du sättigst in Güte alles, was lebt. Du sättigst in Güte alles, was lebt, was hungern zu dir seine Hände erhebt. Was hungern zu dir seine Hände erhebt. Du Heiland der Labung den Dürstenden bringt. Du Heiland der Labung den Dürstenden bringt. Erlöser, der uns bis zum Ende geliebt. Erlöser, der uns bis zum Ende geliebt. Du warst überliefert dem bitteren Tod. Du warst überliefert dem bitteren Tod. Nun gibst du dich selber im heiligen Brot. Nun gibst du dich selber im heiligen Brot. Du trankest den Kelch voller Ängste und Leid. Du trankest den Kelch voller Ängste und Leid. Nun reichst du den Becher der Herrlichkeit. Nun reichst du den Becher der Herrlichkeit. So oft wir nun essen von diesem Brot, so oft wir nun essen von diesem Brot, verkünden wir Christus deinen Tod, verkünden wir Christus deinen Tod. Du Nahrung auf unsere Pilgerschaft. Du Nahrung auf unsere Pilgerschaft, nimm müden Labsal der kranken Kraft, nimm müden Labsal der kranken Kraft. In dir ist das Leben durch ewige Zeit, in dir ist das Leben durch ewige Zeit. O Mana der Unsterblichkeit, O Mana der Unsterblichkeit, nur Quell, der in unsere Wüste sich gießt, nur Quell, der in unsere Wüste sich gießt, nur Strom, der ins ewige Leben fließt. Nur Strom, der ins ewige Leben fließt. Herr, dein ist die Ehre und Weisheit und Macht. Herr, dein ist die Ehre und Weisheit und Macht. Dir Höchster sei unser Lob dargebracht. Dir Höchster sei unser Lob dargebracht.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben, allen liturgischen Diensten, auch unserer Männerschola und dem Team von Eulenspiegel Multimedia, die unseren Gottesdienst in die Weite hinaustragen. Sonst ist es immer üblich, das Allerheiligste an einen anderen Ort in der Kirche zu übertragen. Wir lassen es heute auf diesem Altar stehen, zur möglichen Anbetung in den kommenden Stunden. Sonst ist es auch immer üblich, dass wir uns im Kathedralpfarrsaal zu einer kleinen Agapefeier treffen. Das ist auch nicht möglich, aber vielleicht können Sie zu Hause doch mit dem einen oder anderen sitzen und diese Feier nachklingen lassen, das Brot miteinander teilen, vielleicht auch einen Schluck Wein trinken, als Erinnerung an dieses letzte Abendmahl Jesu mit den Seinen. Lasst uns nun um den Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht und bringt den Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Wachet mit mir, wachet.